Ins Zentrum. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier. Du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Ich stell mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich, da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben.
Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlin Kram machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Ich muss mit dir reden. Komm her. Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orgiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft.
Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Bleib zurück. Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich hier vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Expelliarmus! Revelio! Incendio!
Adieu. Auf geht's nach Hogsmeade. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Wie kann ich heute behilflich sein? Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Wie kann ich heute behilflich sein? Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede. Ich habe über die... Als ich in Hogwarts war, war es... Man erzählte schreckliche Geschichten. Es ist albern. Ich soll den Schmetter... Genau. Also gut. Wenn ich... Oh, wie nett. Normalerweise findest du... Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück! Incendio!
Protego! Incendio! Leviosa! Accio! Incendio! Contrigo! Incendio! Protego! Nicht meine Schuld, dass du eine Riesen... Contrigo! Rivelio! Sie hat sich das nicht ausgedacht. So weit, so gut. Miss Willard, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. Wo waren noch mal meine Fallen? In Lower oder in Upper Hall? Rivelio. Aha. Sieh sich das einer an. Leviosa! Accio!
dein Jahr befreit hat. Was war das? Du bist eine schlüpfrige Kleine. Jammer, schade. Verschon mich mit diesem Waffe und deinen Nerven. Vermeiden wir etwa unsere Probleme. Komm, trink. Guter Trick. Entfällt. Protego. Legioso. Pringo! Geschickt! No! Dir gar nicht gefallen. Komm, trink! Expelliarmus, Legioso! Komm, trink! Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig. Revelio. Inzent. Kontrinko! Rivelio! Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde.
Früher bin ich gern geflogen. Unser Schlafsaal sieht schlecht aus. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen... Hallo, Miss Willard C. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön! Vielleicht fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass... Revelio. Lauda Tassis Garvin ist schon so lange Minister, dass ich gar nicht... Angus von Woodcroft wusste, wie man Städte plant. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Eine interessante... Dank dir. Ich hoffe, Sharp war nicht allzu unfreundlich. Professor Sharp war verärgert. Das ist es. Sharp mag mürrisch sein. Ich sollte gehen. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie... Zuerst, obwohl ich hörte... Man kann es wohl... Natürlich, nee, eigentlich. Sehen Sie... Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen... Und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf
sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Dämonen sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantworten. Contringo! Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt zweitens sie aber. Ich bin einfach mit meinem Latt. Ich weiß sogar davon. Vielleicht könnt... Ich helfe ihm gern. Oh, ich wusste. Erstens, als nächstes... Und? Ausgangs. Und das habe ich ausgenutzt. Hallo, Homura. Sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ach, wir ziehen eine Generation. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Das Gericht um Renrocks Anhänger würden einen Aufstand vorbereiten.
Diese Wüstlinge müssen immer überall Ärger sorgen. Vielleicht wären Renrock und seine Bande weniger streitlustig, wenn sie Zauberstäbe hätten. Revelio! Wenn der Kobold mir zu nahe kommt, ist er mir nicht an. Das garantiere ich. Ich habe jedenfalls keine Angst vor Kobold-Revolver. Spitze. Ich glaube, das ist nicht der Zweck des Fachs. Stimmt. Warum lässt du die Kobold nicht in Ruhe, du Troll? Tentacula im Krankenflügel? Im Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Nun, ich sollte vielleicht meine Aufsicht beginnen. Professor Black weiß es wohl am besten. Aber die Schüler sind schrecklich enttäuscht, weil Quidditch abgesagt wurde. Oh, ich wollte in dieser Situation ein paar Galionen auf Kapital setzen. Ravenclaw? Ich kann eine vielversprechende Wette erkennen. Und Ravenclaw wäre keine gewesen. Jedenfalls nicht dieses Jahr.